das Doorblocking-System. Oft steigt man ohne groß nachzudenken aus dem Auto aus und schlägt prompt mit der Autotür an einem Hindernis an. Um hässliche Dellen und Kratzer zu vermeiden, verhindert das Doorblocking-System das Anstoßen an Hindernissen. Die Ultraschallsensoren, die an der Außenseite der Tür befestigt sind, messen den Abstand zu dem näherkommenden Hindernis. Bei Unterschreitung des gewünschten Abstands wird ein Signal an den Bremsmechanismus weitergegeben. Dieser besteht aus einem Servomotor und einem hydraulisch betätigten Bremssattel. In der Produktion kann der hydraulische Teil des Bremssystems mit dem autointernen Kreislauf gekoppelt sowie die Bremsscheibe in die Tür verlegt werden.